Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Ich dachte, ich nehme euch heute ein bisschen mit durch meinen Tag. Auch wenn nicht viel passiert wird. Ich bin zu Hause heute. Ich muss nicht arbeiten. Ich war schon duschen. Ich habe gedacht, ich mache das Ganze in der Früh, weil ich warte oder wir warten auf ein Paket. Und bei meinem Glück stehe ich unter der Dusche und dann kommt der Paketmann oder es klingelt halt, ne? Wie das dann so ist und dann haut er wieder ab. Und der Herr Smurfy, der Etty, der wartet auf sein Frühstück. Ein bisschen muss er noch warten. Ja, es geht mir super. Seit 2 Tagen oder so habe ich keine Beschwerden. Also ich hatte doch im letzten Vlog erzählt, dass ich so richtig Sodbrennen hatte an einem Tag. Am Sonntag war das. Mal eben den Staubsauger aus. So, sonst hört ihr mich nicht. Ja, und seitdem, also ich bin nicht mehr so müde, die Übelkeit ist weg, kein Sodbrennen. Das ist ja wunderschön. Ich habe sogar heute eine normale Hose an von mir. Ich habe die so hier runtergezogen. Also keine Schwangerschaftshose. Ja, passt. Aber ist halt, der Bauch passt nicht rein. Ne? Dann ist da so ein Wulst drüber. Ja, aber ich freue mich, dass diese ganzen Dings, Nebenwirkungen, Anzeichen, wie auch immer man das nennen mag, weg sind. Aber ich weiß, sie können wiederkommen. Ja, ich habe gestern tatsächlich hier im Flur den Schrank ausgerümpelt. Erst wollte ich es filmen, aber ich habe es dann doch nicht gefilmt. Irgendwie war mir nicht nach Vloggen gestern, aber ich kann euch gerne das Ergebnis mal zeigen. Also das ist das gute Stück. Und hier den Schuhschrank habe ich auch direkt ein bisschen entrümpelt. Und da oben sind jetzt noch so Organisierungshilfen, die nehme ich dann für andere Schränke noch, die ich machen muss. Und jetzt legen wir mal los. Also ich bin jetzt hier nicht mega ordentlich, aber ich zeige euch das trotzdem. Diese Schublade kommt nicht mehr ganz raus, weil hier die Scharniere mal kaputt waren. Und ja, irgendwie kommen sie nicht mehr ganz raus. Da hinten sind halt die ganzen Brillenetuis. Jetzt seht ihr, ist alles so organisiert. Hier sind Taschenlampen, wenn wir im Herbst oder Winter mit dem Hund gehen. Hier sind jetzt alle Mützen, Handschuhe, Tücher, die Leuchthalsbänder für den Smurfy. Die Elektroschublade. Hier konnte man das richtig schön mit organisieren. Hier sind die ganzen Batterien, alles so Kabel und Powerbank. Ich habe noch mehr, aber die habe ich jetzt noch nicht da reingemacht. Da muss ich erst den anderen Schrank aufräumen. Hier sind so Ersatzglühbirnen, Kabel. Und hier sind noch so Festplatten, wo ja, Daten drauf sind. Ja, hier ist so ein bisschen die YouTube-Schublade. Hier ist noch ein Ersatzstativ, Mikrofon und Actioncam. Sowas ist alles hier drin. Und hier unten alte Schuleinlagen für den Winter. Und hier sind halt immer, wenn wir so... Also erstmal habe ich hier immer einen Vorrat, einen kleinen an Geschenkkarten. Hier so Geburtstagsgrüße und so. Wenn man mal Geldgeschenke macht, dann packen wir es gerne in eine Karte. Und ich hole dann immer die günstigen auf Vorrat. Weil wir mussten auch schon mal bei Edeka eine für, weiß ich nicht, 4 Euro holen. Haben wir uns geärgert und deswegen habe ich die mal auf Vorrat. Und hier sind halt so Geschenketüten und so. Das ist auch, wenn wir dann meine Geschenke bekommen, dann packe ich die hier rein. Oder hier so Geschenkedosen. Und dann kann man da immer mal was reinmachen, wenn man mal was verschenken möchte. Und das ist eine Schneeflocke, so ein Band. Und das hängt bei uns immer an der Haustür im Winter zur Weihnachtszeit. Muss ich dann enttäddern. Und das darf immer hier verweilen, im ganzen Jahr. Und der Schrank. So, schaut euch das an. Also ihr habt es ja vorher nicht gesehen. Das ist sehr viel besser. Hier mache ich jetzt erstmal immer die Briefe als Ablage vorsortieren. Da ist so ein Diadem noch von der Hochzeit. Ja, das ist halt sowas, das will man nicht wegschmeißen. Ich zeige euch das. Ja, verkaufen lohnt sich auch nicht. Aber brauchen tut man es auch nicht mehr. Also, wisst ihr, wie ich meine? Also ich setze mir das ja nicht auf, wenn ich einkaufen gehe oder so.
Deswegen keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber ja, das ist jetzt erstmal da im Schrank. Da sind noch, der wollte ich den Bernd noch fragen, weil die können ja eigentlich auch weg, so Kartons. Die sind schon von ganz alten, also ist auch keine Garantie mehr drauf oder so. Dann ist hier, ach, das ist noch vom Wasserbett, was wir ja nicht mehr haben. Alles so alte Putzsachen und sowas, was wir alles auch eigentlich nicht mehr brauchen, aber ich wollte es jetzt auch nicht wegschmeißen. Hier ist ein kleiner Vorrat an Bonbons, die hatten wir mal bei Amazon bestellt, weil die gibt es in kaum ein Geschäft zu kaufen und ich mag die eigentlich auch gerne, aber Bernd isst die zurzeit nur, weil ich kann die nicht riechen, also so, mir wird schlecht davon. Und hier sind noch so Salbei-Bonbons, die Bernd auch gerne lutscht. Ja, Vorrats, Versandtaschen. Hier ist die Drohne von Bernd. Und ja, hier ist auch noch allerhand Werkzeug, was wir so in der Wohnung ab und zu brauchen. Und hier sind meine Tapes. Ich habe doch mal eine Zeit lang immer Probleme mit dem Arm gehabt. Und ja, wir haben das schon ganz oft verwendet jetzt. Das ist auch von Amazon, so ein Tape-Set, dieses hier Kinesiologie oder wie das heißt. Und das ist richtig super. Also wenn ihr irgendwie Rückenschmerzen habt, Schulterschmerzen, Arm, Bein, was auch immer. Der Bernd hatte mal am Knie eine Operation. Was ist das? Meniskus oder so. Und dann hatte der, letztes Jahr war das, glaube ich, wieder das Knie dick. Und dann hatte ich ihm das getaped. Da gibt es ja ganz viele Anleitungen auf YouTube. Dann gucke ich mir da Videos an, was wohl am ehesten passt. Und ich sag euch, innerhalb von 2, 3 Tagen ist das besser, wenn ich mal am Rückenschmerzen habe und so. Und das kostet, boah, ich glaube, 25 € diese Packung hier. Aber da habt ihr echt ewig lange was von. Also, und da hat ja, also da kann man echt nicht viel falsch machen, außer man macht es jetzt wirklich richtig schief aufkleben, falsch aufkleben. Aber ja, wir sind damit super zufrieden. Smurfy, komm mal da raus. Raus, er hat heute seinen Schabernack-Tag. Er hat nämlich gerade schon die Fernbedienung kaputt gekauft. Die Sky-Fernbedienung. Geh mal weg. Ne? Was war dein Schabernack-Tag? Ich zeig euch die, was er gemacht hat. Wir hatten zum Glück noch eine auf Vorrat, weil uns das ja schon mal passiert ist. Haben wir uns direkt schon mal noch eine gekauft und in eine Schublade gelegt. Aber man kann sogar bei Sky irgendwie so eine Fernbedienungs-App oder so gibt es da. Das hat der Bernd dann immer. Und dann kann man mit dieser, auf dem Handy hat man dann wie eine Fernbedienung, kann man dann umschalten. Sehr praktisch für Notfall. Ja, so, dann mache ich jetzt noch ein bisschen Haushalt und melde mich nachher bei euch wieder. Ich genieße die Naturgeräusche. Die Vögel. Und der Fuß auf dem Kies hier. Machen wir jetzt was Feines zum Mittagessen. Also Spaghetti, das können, glaube ich, alle erkennen. So, die kochen schon mal, dann kann ich die ein bisschen runterstellen. Und hier, das habt ihr gerade gesehen, habe ich Gemüse geschnibbelt. Das wollte ich jetzt schön anbraten in diesem Trüffelöl. Aber nicht, weil ich Trüffelöl irgendwie besonders mag oder so, sondern weil das haben wir mal geschenkt bekommen. Und ich glaube, das ist schon abgelaufen. Ich weiß gar nicht. Ich erkenne keinen.
Das ist halt Olivenöl mit Trüffelaroma. Also ist jetzt nichts Feudales. So, und als Gemüse habe ich, das sind von den Zwiebeln, die wir im Garten gepflanzt haben, das Grün, dann eine Tomate, die ist gekauft, Paprika ist gekauft und Zucchini, die ist auch aus dem Garten, so eine Baby-Zucchini. Und Knoblauch mache ich da jetzt auch noch dran, würze das dann alles und wenn die Spaghetti fertig sind und abgetropft sind, dann schwenke ich die da so drin. So, und so sieht das jetzt aus. Das lasse ich mir jetzt hier vorm Fernseher schmecken. Und ich höre schon wieder, es regnet draußen. Heute ist ein sehr regnerischer Tag und wir haben genau die richtige Mittagsrunde abgefangen, der Smurfy und ich. Der ist jetzt ganz müde. Ja, das muss ich gleich noch alles falten, das ist Wäsche. Da ist er. Der legt sich dann oft in seine Kiste einfach zum Schlafen. Der chillt jetzt. Ich hatte mal den Tipp bekommen von euch, dass Kokosflocken gegen Zecken helfen, also dass sie nicht so kommen sollen. Der Smurfy hat ja auch ein Halsband um, also dass wenn die doch zubeißen, die Zecken, dann sterben die. Aber ich gebe dem jetzt jeden Morgen, wenn ich unseren Shake mache, hier so Kokosflocken. Ich gebe ihm jetzt noch mal welche, damit ihr seht, wie ich das mache. Warte, Smurfy. Warte. So, ungefähr drei... warte. Dreimal so viel gebe ich ihm dann morgens. Okay. Okay. Und ja, ich muss sagen, der hat zwar ab und zu mal, dass so eine Zecke bei ihm auf dem Fell läuft. Die sehen wir dann halt schon beim Spazierengehen und machen die dann weg. Also der hatte jetzt einmal Anfang der Saison im April, hatte er eine oder zwei Zecken, das weiß ich nicht mehr, aber seitdem gar nicht mehr. Und ich sag mal so, dreimal die Woche läuft bei ihm einer auf dem Fell und ansonsten bleiben die echt fern. Und der geht überall in die Büsche und im Wald, durchs Efeu, durch hohe Gräser, überall. Und ja, ich wollte mich bedanken für den Tipp. Kokosflocken, das sind jetzt die einfach vom DM. Die kosten 90 Cent, 99 Cent so eine Tüte. Und da sind 100 Gramm drin. Ja. Eine habe ich jetzt schon eingepackt für den Urlaub, eine Tüte, dass wir die mitnehmen. Dann kriegt er das im Urlaub auch. Und gestern habe ich ja meinen Schrank ausgemistet, habe ich euch erzählt. Und ich habe ja diese Bücher, also die High Carb Diät, Essen gegen Herzinfarkt und How Not to Die. Und die habe ich bei eBay Kleinanzeigen annonciert. Und die ersten beiden sind schon weg, verkauft. Und das ist jetzt noch über. Das werde ich gleich nochmal reinsetzen. Und ja. Da freue ich mich, dass da noch neue Abnehmer, dass das noch jemand lesen möchte. Also die How Not to Die und Essen gegen Herzinfarkt, das war richtig heiß begehrt. Das, ja, die haben die ganze Zeit geschrieben und ja, wurde auch sofort überwiesen. Klasse. Freue ich mich, dass die noch wegkommen. Was ist los, Eki? Hm? Ja, da riecht da sein. Das sind immer Leckerchen in der Box. Die riecht da oben drauf. Die breche ich immer so ab für zwischendurch. Ja, du bist ganz fein, wie du betteln kannst, ne? So, jetzt ist es schon, Moment, 17:45. Also 17.45 Uhr. Der Tag ist fast rum. Ich bereite gerade unser Abendbrot vor. Es ist nicht viel, was ich vorzubereiten habe. Ich muss nur Kartoffeln kochen, also schälen und kochen. Ich habe Salat geerntet, ganz viel, so grünen Blattsalat. Und jetzt mache ich gerade hier so Omas Dressing mit Sahne und Essig. Ja, mit Essigessenz nehmen wir immer. Dann ist das so richtig schön cremig. Zucker kommt da rein. Auch wenn es nicht so gesund ist, aber lecker. Ich mache auch mal viel Zucker rein und mit Zwiebel kommt da gleich noch rein. Und durch den Essig wird die Sahne so richtig cremig. Ja, ja, wenn ihr sehen könnt. Da, seht ihr, die ist richtig cremig. Mmh. Mmh. Ich liebe dieses Dressing
Und dann schön bei den gefüllten Paprika mit Kartoffeln dabei. Das ist so lecker. Oh, das habe ich so ab, also veganisiert, das Rezept. Meine Mama hat früher mal gefüllte Paprika gemacht, ganz klassisch mit Hackfleisch und so. Und die Soße, ich habe die immer so geliebt. Also nicht so unbedingt die gefüllten Paprika, aber die Soße mit Kartoffeln und dann diesen Salat dabei. Und ja, wir haben das damals, also ich habe das veganisiert, das Rezept. Und jetzt ist das halt so mit Beyond Meat Burgern und Reis und Zwiebeln und alles. So, boah, das ist so lecker. Jetzt ist das gefüllt und dann mache ich die Soße mit Paprika, also frisch frische Paprika. Und dann wird das alles so gemixt mit Cashewkern. Also so, die Soße ist sehr, wie heißt das? Naturbelassen? Nein, wie heißt das denn nochmal? So, wenn du so isst, so die Nahrungsmittel, die nicht so verarbeitet sind. Ach Mensch, ihr wisst schon, was ich meine. Also halt so aus ganzen Produkten und nicht so verarbeitet. Das ist kein Maggi-Fix oder so. Deswegen ist es auch gesund. Und der Salat aus dem Garten auch. Ja gut, das ist nicht so gesund. Und die Burger Patties auch nicht. Da muss noch eine Zwiebel rein. So. Ich war noch mit dem Smurfy eine Runde gerade und ich hatte mit ihm trainiert ein bisschen, also jetzt nicht irgendwie, dass er der Superhund wird, sondern einfach ein bisschen Leckerchen so in eine Wiese schmeißen. Er musste immer warten, bis ich gesagt habe, okay, dann durfte er das suchen. Also so Nasenarbeit habe ich mit ihm gemacht. Das liebt er ja. Und ja, als wir jetzt nach Hause gekommen sind, gab es Fresschen und jetzt legt er sich aufs Sofa. Das ist müde. Geschafft. Ja, so. Und ich bin auch geschafft. Vom Nichtstun. Ich habe heute fast nichts gemacht. Ich schaue so eine Serie, dessen Name ich nicht aussprechen kann, auf Netflix. R-E-I-G-N oder so. Das ist, ich glaube, weiß ich nicht, 16., 17., 18. Jahrhundert. Es handelt halt um die Königin von Schottland und den König von Frankreich und die haben geheiratet und oder mussten heiraten. Boah, jetzt brennen mir die Augen. Und so, und ja, sowas liebe ich ja, solche Serien. Da bin ich jetzt in der zweiten Staffel. Und mit Bernd schaue ich im Moment zum zweiten Mal Once Upon a Time. Die läuft auf. Oh, wartet mal. Auf Prime oder so, ich weiß gar nicht. Die hatten wir schon mal gesehen und die ist richtig toll. Und das handelt halt um alle Märchen, hier Schneewittchen und sowas alles. Aber die ist richtig mega spannend, die Serie. Und die wollten wir schon lange nochmal gucken, aber die lief nirgendwo. Auf keinem Sender, den wir bezahlen, lief die. Ja, und vorgestern oder so abends hatte der Bernd gesagt, oh, guck mal, die läuft jetzt wieder. Ich meine auf Prime, bin mir aber nicht sicher. Ja, und dann haben wir sofort angefangen. Und das ist auch so eine Serie, wenn ich die anfange, da kann ich gar nicht aufhören. Also abends, auch wenn ich müde bin, dann will ich die weiter gucken. Weil das so toll ist. So. Boah, warte mal eben. Meine Güte. So. Das ist der Vorteil, wenn man nicht geschminkt ist. Oh, so, es läuft Fernsehen im Hintergrund. Habe ich dem Smurfy angemacht. Der guckt das manchmal auch ganz gerne, was da läuft. So. Jetzt muss ich hier den Salat waschen. Und den muss ich ja immer so richtig selektieren. Also das Grobe, so die Schnecken und so, die habe ich gerade schon im Garten entfernt. Und jetzt ist hier halt noch so Dreck und Kleinvieh. Und das hasse ich. Das hasse ich wirklich an Ernten und so aus dem Garten. Ich finde das so eklig, diese kleinen Insekten. Die Schnecken, also das Grobe habe ich halt schon alles im Garten gelassen. Weil ich die halt auch nicht töten will. Das tut mir leid. Aber jetzt hier dieses Kleinvieh, das wird alles den Abfluss runtergehen. Ja, es nutzt nichts. Ja, meine Lieben, ich werde das Video jetzt hier beenden.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es kein besonderes Video war. Einfach so ein bisschen just me. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und ich gelobe Besserung, dass ich weiterhin regelmäßige Videos hochlade. Also regelmäßiger als in den letzten Wochen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!